Hey Leute und herzlich willkommen zu Grounded! Yeah! Und es ist endlich soweit, wir erforschen das verdammte offene Laboratorium zusammen mit der Daniel. Ich bin es! Und der Link. It feels so good to be back! Danke, Mann! Oh yeah! Lieber, Alter! Oh, und der Link steht, wie ihr wisst, in der Beschreibung und in der Info-Dings, da oben links. Und in der Description rechts. Auch. Ja, genau. Und oben rechts im Info-Button. Und wir müssen los. Daniel ist bewaffnet mit seinem mega geilen Minzhammer. Ja, wir müssen ganz kurz sagen, ne? Ja. Das hat ja vielleicht der eine oder andere nicht gesehen. Du hast einen Livestream gemacht. Ja, genau. In dieser Welt. Und den habe ich auch nicht mitgekriegt. Das heißt, es hat sich jetzt so ein bisschen was verändert, falls ihr das nicht gesehen habt. Haus ist viel größer geworden. Etwas. Wir haben einen mega Baba-Boss-Sessel. Kann man sich da reinsetzen? Leider nicht. Finde ich voll lame. So ein bisschen, ne? Egal. Ich stecke drin. Ja, ich habe diesen Minthammer jetzt. Yes. Und es gibt noch so ein paar andere Sachen, die wir bestimmt irgendwann im Laufe des Tages sehen werden. Ich denke. Und es gibt Updates. Deswegen sind wir zurück. Yes, Sir. Und ich freue mich drauf. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso drauf. Und ich freue mich, dass du bei mir bist, Bro. Ja. Yeah. Ja, und was ist jetzt der Plan? Wo gehen wir hin? Was ist neu? Wo müssen wir hin? Also neu ist erstmal hier das Spinnrad, aber das haben wir ja schon entdeckt. Ja. Ja, und dann musst du mal mit in die Hecke, mein Freund, weil da hat sich nämlich einiges verändert. Ab durch die Hecke. Wir gehen jetzt nur mit Blocken, damit wir schön viel Sendezeit raushauen und labern unterwegs aber ganz viel Mist. wo ist die Hecke? Ja, wollte ich auch gerade sagen, wo ist die denn? Da ist das Haus, dann ist die Hecke dahinter. Die müsste da in der Richtung sein. Die Richtung. Ich gucke wieder in die falsche, lol. Ich war so sicher. Aber es ist lange her. Ach, Piet. Ist ja nichts Neues. Manu. Ey, Mann. Feder? Willst du mitnehmen? Ja, du bist zu schnell für mich. Ich weiß nicht, wo du bist. Piet hat Angst. Max? Du bist mein bester Freund. Ja, schon klar. Ich hab's voll vermisst. Boah, zwei Hits. Zwei Hits und down das Ding. Pass auf, die sind ein bisschen stärker als die Krieger. Aber keine Chance. Ha, die Lappen. Oh. Noch mehr davon. Aua. Hey there, buddy. Oh, die stun dich jetzt immer, ne? Ein bisschen. Boah, da kommt voll viele, Alter. Wow. Kommt her, ihr kleinen Zippies. Gefällt euch, ne? Ein bisschen Action haben direkt am Anfang. Ja, Mann. Schön. Sorry. Alles gut, da hinten ist gut. Spinne. Ich fand es sehr angenehm. Oh ja, der Mint ist gut, ey. Zwei Hits auf die Fresse und weg. Ja, also der kloppt rein, aber der verbraucht halt übelst Ausdauer. Finde ich. Und damit hat Maxwell Swartz noch nie ein Problem, gell? Das stimmt. Maxwell ist unser Sportass. Ihr seht, wie schnell er rennt. Das liegt eigentlich an der Spinnrüstung. Aber ich verrate ihm nicht, damit er sich gut fühlt. Was war das? Was? Nix. Worüber haben wir gerade geredet? Ein Update ist mir im Kopf geblieben, und zwar haben wir uns ja, ich glaube, vor nicht ganz so langer Zeit darüber gefreut, dass die gelben Spinnen, diese Ork-Weevils oder Ork, keine Ahnung, dass die auch Giftsäcke droppen. Das tun sie jetzt wohl nicht mehr. Okay. Ja, tight. Ja, schade eigentlich, weil es war eigentlich nice für uns, aber... Ja, ey, wieso greift. Achso, der hat die Laus angegriffen, ich denke schon. Ja, Das geht bei dem. Die sind ganz schön krass. Wir sollten mal rund um den Ameisenhügel diese Totems stellen. Dann trauen die sich nicht mehr raus. Nicht mal hin. Ja, Mann. Die Lappen. Was? So, Hecke wurde verändert optisch, ne? Oder wie war das? Ja, da wurde einiges verändert. Es gibt Zippies, also Ziplines, nicht Zippies. Oh, guck mal, da oben ist ein Pumpkin. Ja, genau, den Pumpkin. Ach ja, und es gibt noch was richtig Cooles, das müssen wir auf jeden Fall auch noch gemeinsam erkunden. Kennst du noch diese Dinger, mit denen du gemalt hast, wo du zwei Rädchen hast und eins hat nach oben, unten und eins nach rechts und links? Und so Magnettafeln, ja. So eins gibt's hier jetzt. Und einer muss links auf dem Rädchen stehen und einer rechts. Vorsicht, Squirtkäfer. Squirty!
Soll ich ihn wegsquirten? Weg, tot. Okay. Ja. Also hoch geht's immer noch da, wo wir uns auch hochgekriegt haben. Wo unsere Base steht? Ja, genau. Die steht auch noch. Da geht's gut. Ah! Und die Berries zerplatzen jetzt übrigens, wenn man draufschlägt. Die, hey, nice. Die rollen nicht mehr dumm durch die Gegend, sondern zerplatzen. Ey, da liegt eine Büroklammer. Ja, weißt du, was ich dachte, was das ist zuerst? Ah. So ein Trompetstück. Und dann ist mir eingefallen, ach ja, ist ja noch ein bisschen kleiner. Aber cool, ne? Aber hier ist einiges neu. Du wirst sehen und verstehen. Ich weiß gar nicht, wo lang. Ja, in diese Base willst du das? Ja, ja. Also wir hätten auch unten lang laufen können, aber ich wollte dir die Ziplines so zeigen. Ja gut, ja. Muss man die bauen oder gibt's die einfach schon? Also die gibt's schon. Man kann die wohl auch lernen. Oh, what the... kleiner Cut, Leute. Ja, Leute, weiter geht's. Wir sind wieder da. Also, let's go. Kurzer Disconnect. Ja, irgendwie. Hey, Alter, nice. Ja, Mann. Ich meine, man kam ja vorher schon darüber, aber jetzt? Und was jetzt? Okay. Oh, okay. Yeah! Los, Max, du bist der König der Welt! This is moderately terrifying! Das ist mittelmäßig fürchterlich, sagt er. Lel. Ach ja, und wir haben eine Burgle-Quest, eine neue. Finde den Burgle-Chip im Dschungeltempel. Und das ist nämlich auch der, meiner Meinung nach, müsste das der in dem Labor sein. Also müssen wir da auf jeden Fall einen Burgle-Chip finden. Alter, sind das Spinneneier? Ja. Don't do it. Wie, don't do it? Oder tu es, aber... Da kommt gut was raus. Was ist das denn? Baumwanzen-Dings? Das ist aber weggeflogen, scheiße. Irgendwas war da. Irgendein Beutel. Ekligen, ekligen. Hammer, ne? Die dreckigen. Wo lang geht's denn jetzt? Ich glaube, da oder unten lang. Rechts ist nochmal eine Zipline, ne? Ja, ich frag mich nur, wie man da hinkommt zu der. Ich denke mal, man muss diesen Burgle-Chip bei Burgle abliefern, dann kann man selber Ziplines bauen. Und dann kommt man wahrscheinlich darüber, denke ich mal. Glaube ich, zu denken, dass doch. Hier geht's, glaube ich, lang. Komm, Max, ich weiß den Weg. Hups. Als ob. Na gut. Ja, ne, stimmt. Wenn ich das sage, darf man es eigentlich nicht glauben. Oh, okay, das ist neu. Ja. Wollte nicht aufbleiben. Ja, das ist neu. Hier ist auch Wasser, wenn du möchtest. Outpost Note hier drin. Oh, nice. Ah, ich kann die Details nicht anschauen. Weil es auf Englisch. Ich habe auf Deutsch gestellt. Hast du noch auf Englisch? Ich habe es nicht umgestellt. Ist auf Englisch noch, ja. Kannst du das? Magst du das mit deiner wundervollen Vorleserstimme für uns vorlesen? Wo ist es denn? Bei Daten. Tab Data. Daten. Da müsste es. Das Outpost Note, Burgle. Did you trifle with our dwindling supply of scabs? We had at least a dozen left after that pack of spiders absconded with the bulk of them, and now there's naught but six. I'm sure you've been busy improving them, your ever important flavor schemes. Please return them. Okay, anscheinend müssen wir unsere Scabs, unsere Uhr wieder zurückgeben irgendwann. Es gibt wohl nur noch 6 davon. Okay. Lass mal riechen. Beziehungsweise, das ist ja nicht an uns gerichtet gewesen. Aber irgendjemand soll die wohl wieder zurückgeben. Ja, und wahrscheinlich haben wir die gekriegt. Ne? Es ist auch gruselig, in diesem Anfangsding, wo wir sind, ja, wo wir gespawnt sind, da sind 5 Plätze und wir sind 4 Kinder. Ja, genau. So, wo ging's denn jetzt hier lang, Alter? Ich glaube, wir mussten gleich irgendwo einfach runterspringen. Auf einen anderen Ast. Irgendwo. Ach ja, und. Also der Weg hier hat sich komplett geändert. Ja. Ach, hier unten ist eine Zipline. Zippidi. I believe! I believe! Geil. Max! Das ist mal ein Erlebnis für richtige Freunde. Okay, wir sind wieder bei der wunderschönen Spinne, die Gott sei Dank immer noch tot ist. Ja, die gibt's auch gar nicht mehr. Ah! Hier sind nur noch Babys. Ich bin da letztes Mal einfach drüber gesprungen, weitergerannt.
Ja, so hätte ich das auch gehandhabt. Boah, guck ihn dir an, dieser Sportsmann, wie kann er so weit springen? Die Fresse, Bi. Yeah! Ready for ride! Da ist eine Batterie angeschlossen unten. Ja, da unten liegen auch voll viele Trümmer vom Gebäude. Einen Schnipsel hatte ich hier schon gefunden, der lag irgendwie direkt am Eingang. Den hatte ich aufgehoben. Aber sonst sind hier noch voll viele. Wir müssen ein Passwort irgendwie finden oder so. Ey, da kommen Spinnen raus. Das schreckt mich doch nicht so. Lass alles clearen, oder? Eier und so. Das ist noch so ein Zwischending. Das ist noch gar nicht das richtige Laboratory. Safety ist mein number one priority. Hier liegen ganz viele Daten rum und so. Das ist neu. Ja. Das ganze Gebäude hier ist, glaube ich, neu. Das ist nämlich noch nicht alles. Was ist das? Oh. Kleine Mini-Spini. Die sind durch die Eier, durch den Boden geflutscht wahrscheinlich. Kommt her, ihr Lappen. Klatschen euch weg, ey. Pete und Max, die krieg ich keine kleinen. Wir hauen alle. Kahahaha. Man lauf mich doch. Ich freue mich doch. Ich freue mich so enorm, das wieder aufzunehmen. Voll in meiner Rolle. Nach dir, Max. Yeah! Really terrifying! Genau. Oh, logging in? Ja, genau. Hier ist nämlich ein Raum. Wir müssen das Passwort finden und dann erkennt er es halt als richtig, sobald wir alle gefunden haben. Glaube ich, denke ich, weil man kann nichts eingeben. Ah, okay. Da vorne ist noch ein Burgle. Okay, ist zu. Genau, dafür müssen wir das Passwort irgendwie finden. Dann lass uns mal in die Katakomben des Laboratoriums. Guck mal, hier liegt ein Zettel. Lol. Passwort. Siehst du? Yo, lol. Ja klar, ja okay, alles klar. Dann stand vor dem Schnipsel. Yo, so. Wie krass es aussieht. Heftig, ne? Pass auf, die sind hart. Die hauen richtig, die da hauen kenn ich richtig noch mehr. Rein. Hey, du bist drin? Ja. Bei mir ist Tür zu. Ratnetz Spinne Junior. Die machen richtig Aua, ey. Deine Spinne? Ich hau nur gegen's Blech. Boah, er gibt am One-Hit, Alter, mit seiner Keule. Bandage? Wo Daniel mit seiner Keule hinhaut? Da bleibt nichts liegen, meine Freunde. Da bleibt kein Gras, nur Staub. Nur Staub. Okay, da unten ist auch noch ein Spider, sollen wir erstmal hier auf der Ebene gucken? So, Papier zu fressen, Alter. Hier geht's, glaube ich, raus. Ah, steckt fest. Analyse. Okay, das muss man von außen aufmachen, lol. Stirb! Sehen! Lauf mal in das Spinnennetz. Oh, nice. Okay, cool, what? Ne? What? Also ich finde das richtig cool, ey. Das haben sie gut gemacht, ja. Also hier kommen wir scheinbar nicht raus. Hier ist eine Zipline für runter. Ja. Hier hinten ist noch ein Gang. Ich weiß nicht, wo der hinführt. Hier geht's durch. Wie groß das ist, Alter. Voll das Dungeon. Hier ist auch steckt fest. Da müssen wir auch wahrscheinlich von außen irgendwie aufmachen. Hey, ja. Crazy, was ist das denn hier? Ach so, eine Beere. Ja. Cool. Da liegt sogar eine. Nice. Don't even need to boil it. Ja, super. Burgle, stop this? Hä, was? Okay, krass. Was? Vielleicht verstehst du es, keine Ahnung. A, B, C, D, yikes. Hä? Okay, das raff ich nicht. Es scheint wohl mehr mit den Bären auf sich zu tun haben, als wir denken, ja? Ja.
glaube auch. Geht's wieder runter? Balls! Barbarum! Ach, ich hab noch die Axt. Leute. Ha, die Lappenbabys. Okay, Tür ist stuck. Okay. Da geht's wieder runter. Cool. Noch ein Weg nach unten. Fliegenpelz, lol. Oh, hier ist der Eingang, wo wir mal dran standen. Echt jetzt? Ja, Mann, hier waren wir mal. Ah, yo. Dann sind wir da oben drauf gegangen und quasi komplett auf dem Teil rumgelaufen. Ja, ich habe immer gedacht, wir müssen so viel Burger-Quests machen, dass wir hier mal rein können. Ja, ne? Dachte ich aber auch. Hatte ich auch gehofft, irgendwie. Komm mal, komm mal, komm mal. I found something. I'm flying! This is awesome! Oh, hier ist ein Chipsel, Schnitzel. Awesome! Schnitzel. Komm, ich hab schon eingesammelt. Du darfst ihn anpassen. Passwort? Einpacken. T19. Vorsicht, hier ist ein Loch. Wie kommen wir jetzt wieder zurück? Hier ist ein Ast. Alter. Ja, dann halt wieder durch den Eingang, ne? Ja. Oh! Auch Pete! Ja. Max? Ich glaube, hui, komm zu mir. Ey, wieso geht das nicht weg? Entschuldigung. Ich komme nicht mehr raus. Hilfe. Max, befreie mich. Ich könnte dich boxen nochmal, aber ich glaube, das bringt nichts. Ah, wow. Alter. This has been grippy. Kannst du beim nächsten Mal bitte besser aufpassen? Ja, sorry, ich wollte gucken, ob ich das als Trampolin nutzen kann, um eventuell irgendwo hinzukommen. Ja. Oh. Mein Freund in Ruhe. Du blöde Bitch. Blöden Bitch. Wild Bitch. So, weiter hoch, ne? Boah. Aber hier war auch nur eine Zipline, ne, irgendwo. Ja, stimmt. Die wir nicht benutzt haben. That is true. You are right. Yeah. La. Da ist auch Battery, Alter. Rüber zippen, oder was? Ja, I zip with you. I believe too! Oh nein, die Barry war im Weg. Alter. Warte mal, ich glaube, wir können wieder dran springen, oder? This is awesome! Yeah. Oh, Spinne! Ich komme! Hier, die Tag! Komm schon! Ich mach dich kaputt! Euch alle! Oha! Du blöden! Cool! What a batch! Ach ja, der Teddy, ey. Ah. Komm schon. Bam, in die Fatze. Oh, I think I found another Schnipsel. Ah. Look at this. UR. UR? Bei mir stand RT. Lol. Wahrscheinlich, weil du hast die Englisch, ich hab nicht die Englisch. Oh, drei Babys. Drei Babys. Ich will keine Babys töten. Okay, die tun nur so. So Wannabes. Ey, wie geil das aussieht, wenn du mit der Keule zu Hause, Alter. Spam! Das höre ich öfter. Nice. Jetzt sind wir wieder hier. Okay. Ja, okay, perfekt, dann gehen wir wieder hoch. Ja. Gut, dass du Orientierung hast. I haven't got. Let's look around. Ah, ich find's so schön, hier endlich drin rumlaufen zu können, ey. Ja, Mann. Ach ja, hier oben ist so ein Lager, stimmt. Geht's voll okay, stuff. Nice. Oh, Quarz.
Quarz. Quarz 4. Spinnenseide, auch Ehre. Ehre! Ehrenseide! Die ehrenhaften Spinnen. Okay, ist schon nice eigentlich. Ist nice. Aber ich glaube, hier kann man kein Bett bauen, also. Schadigerweise. Von drüber sippen, oder? Oh, was? Das ist ein Saft? Oh, hier liegt Saft. Steht da. Ah, das ist Sepp, ne? Ja, das ja, ist Sepp. Lol. Auf Deutsch heißt es halt Saft. Oh geil, ich kann alle meine Waffen reparieren. Das ist schön. Brauchst du auch Quarz? Ich hab mir alles gegönnt. Ne, ich hab noch zwei, aber ich brauche auch keins erstmal. Oh, guck mal, da ist eine Luke auf. Wo bist du? Hier? Na, Zipline. Direkt da geradeaus. Eine Luke auf, da wo das Licht leuchtet. Da unten, ne? Ja. Du musst da fallen lassen, oder? Denke mal. Control, ne? Control. Hat nicht funktioniert bei mir. Ja, dann, warte, dann laufen wir zusammen. Jetzt gucken wir erstmal, wo uns der Weg hinführt. Oh. Ja, okay, ja. Vielleicht kommen wir auch so auf das. Nein! ich geh nochmal runter, boah. Ja, im Prinzip wollen wir einfach wieder da hoch, ne? Ja. Aber ich bin am Eingang schon. Kannst du da mieten? I'm running, running. And running, running, and running. Running. And it's compact. It's not that fast. It's not so geil. Och man, ey. Guten alten Zeiten. So. Da kommt die Tür. Die Tür. Und wir sind jetzt auch schon bei 28 Minuten. Sollen wir. Oder warte mal. Hä? Control hast du gesagt, ne? STRG. Ja, warte mal, warte mal. Sorry! Egal. Hallo! Muss ich am Ende gleich ein bisschen cutten. Egal. Ich würde sagen, wir machen jetzt Ende für diese Folge und machen direkt hier weiter, oder? Hast du Bock, noch weiterzumachen? Ja, klar. Alles klar, Leute, dann danke fürs Einschalten. Schaut auf jeden Fall auch beim guten Daniel vorbei, denn er ist wirklich gut. Mehr als gut. Boah. Entschuldigt. Und bleibt so geil, wie ihr seid. Haut rein, euer Brille. Ah.